Computer, Gaming-PC an. Hi, heute bauen wir uns eine Sprachsteuerung, um die Computer mit der Stimme zu aktivieren. Deswegen dranbleiben und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Los geht's! Nochmal ganz kurz vorweg, ich habe den PC ja nicht im selben Raum wie mein Schreibtisch, sondern ist mein Schreibtisch hier, dann kommt eine Wand und dann kommt der PC. Ich habe quasi alle Kabel und alle möglichen Sachen durch die Wand gelegt, damit der PC auf der anderen Seite der Wand chillen kann. Und warum das Ganze ist, ich weiß ja nicht, wer so einen Computer mal von nahen beobachtet hat oder daneben sitzt. Die werden ja unter Umständen auch ein bisschen lauter. Gerade wenn die, sag ich mal, auf Vollast gehen, dann geht die Lüftung an und dann ist es, finde ich, irgendwie nicht so cool. Weil wenn man irgendwann den Rechner wieder ausmacht und dann gehen die Lüfter aus, dann denke ich immer so, ah. Und das ist hauptsächlich der einzige Grund, warum ich mich schon vor Jahren dazu entschieden habe, die PCs außerhalb meines Raumes zu positionieren. Was ehrlich gesagt ein super guter Luxus ist. Klar kann man jetzt damit argumentieren, meine PCs sehen ja so schön aus und leuchten so schön und warum habe ich die denn dann in einem anderen Raum, wenn ich die nicht sehe? Aber ich sehe die ja. Wenn ich hier durchgehe durch diesen Raum oder andere Leute hier drin sind, die sehen ja die Computer in der Ecke und sehen auch, wie toll die leuchten. Das ist ja alles da. Ich möchte die nur nicht halt im selben Raum haben, wie wo ich arbeite. Und in meinem letzten PC-Raum hatte ich halt so eine Art, ich weiß gar nicht, so ein Flugzeugschalter, müsst ihr euch mal angucken, ist ja in der Videobeschreibung, womit man den PC halt starten konnte. War das ein Flugzeug? Ich glaube, ein Autorennschalter war das, glaube ich, mit so einem Kipphebel und so. Müsst ihr euch mal angucken, ganz wild. Diesmal möchte ich das Ganze per Sprache machen und dafür gibt es diesen Smart Home Relais. Ich weiß, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu realisieren. Man kann auch einfach ein Smart Home Skill benutzen. Bei Alexa zum Beispiel gibt es so einen Skill, um das Ganze zu machen. Aber da muss man sich dann wieder anmelden mit irgendwelchen Daten. Und deswegen wollte ich das mal einfach mit so einem WLAN-Modul realisieren. Das würde ich sagen, bauen wir jetzt und schließen das Ganze an. Und ich habe jetzt hier schon mal alles liegen, was wir brauchen, um das Ganze zu realisieren. Prinzipiell braucht man das. Da drin sind hier 2x2 Relais. Also eigentlich brauche ich ja nur 1x2 Relais, weil ich auch 2 Computer habe. So sieht das Ganze dann aus. Hier sind die beiden Relais und um das Ganze hier zu steuern. Hier sind nochmal 2 Schalter dran, um das anzulernen. Hier hinten ist dann noch die Spannungsversorgung, entweder über Kabel oder einfach über USB. Wir nehmen dann den USB-Port. Und so sieht das natürlich ein bisschen uncool aus. Deswegen bin ich hergegangen und habe mir ein Gehäuse gedruckt, was dann so aussieht. Hier ist das ganze Modul schon drin und ich habe das ein bisschen geschliffen. Hätte ich noch ein bisschen weitermachen sollen, aber ich meine, das Teil klebt jetzt gleich irgendwann unterm Schreibtisch. Und dann ist es eigentlich relativ egal, wie es aussieht. Wichtig war mir nur, dass es halt zu ist und das ist es in diesem Paket. Ihr findet aber auch wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung, egal ob die Druckdaten zu diesem Teil oder auch diese Teile an sich. Ja, jetzt machen wir erstmal die Kabel hier dran, dann müssen die Kabel am Computer und dann müssen wir das noch mit der App einrichten. Um es an den PC anzuschließen, habe ich mir so ein ganzes Set von diesen kleinen, wie heißen die? Jumper Wires geholt. Also es gab nicht weniger leider und die waren auch gar nicht so teuer. Natürlich kann ich die vielleicht für andere Bausachen noch benutzen, aber das dazu. Und da habe ich mir dann halt 4 von diesen Kabeln rausgeholt, um nachher den Anschalter zu überbrücken. Der geht natürlich auch trotzdem noch dann, wenn wir einmal fertig sind. Dann habe ich noch von einem Netzteil ein Kabel auseinandergeschnitten, weil bei den Netzteilen sind ja 1000 Kabel bei. Dann habe ich jetzt hier halt noch eine kleine Verlängerung und das müssen wir jetzt hier dran machen. Wir machen es jetzt relativ easy. Wir trennen jetzt einfach hier die Kabel einmal durch und isolieren die ab mit meiner kaputten Abisolierzange. Aber ich glaube, damit geht das noch. So, abisoliert, dasselbe müssen wir natürlich auch bei den anderen Kabeln machen. Da geht es ein bisschen besser, weil die ein bisschen dicker sind. Hätte ich gedacht. Okay, hier die Seite geht jetzt. Jetzt kommen meine Krimpzange und diese wunderschönen Verbinder zum Einsatz. Wir werden jetzt Folgendes machen, und zwar werden wir jetzt die Kabel wieder zusammen machen. Und zwar ein langes Kabel, dann ein weiblicher Stecker und ein männlicher Stecker. Und dieses sogenannte Krimpen, finde ich, ist eine sehr gute Methode, um Kabel halt wieder zusammenzufügen. Und das haben wir auch im Kfz-Bereich halt immer gemacht. Also genauso haben wir Kabel repariert. Packt man beide Kabel rein, drückt zusammen und dann sieht das Ganze so aus. So, das mache ich dann hier auf der anderen Seite auch nochmal, beziehungsweise für das andere Kabel. Und auf der anderen Seite kommt jetzt dieses dickere Kabel rein. Also da hätte man jetzt auch zum Beispiel auch ein dünnes Kabel nehmen können, weil da ist ja wirklich jetzt keine Last oder so drauf. Aber das andere hatte ich halt noch und ein dünneres hatte ich nicht. Und damit die Verbindung halt safe ist, kommt da halt noch ein Schrumpfschlauch drüber. Das Ganze sieht dann so aus.
Und dann haben wir das vorbereitet. Das kommt jetzt gleich auf das Mainboard. Da hat man ja auch immer so kleine Kabelschüchen, die man für das Ansignal draufsteckt. Und die andere Seite, da kommt dann der Schalter drauf, der vom Gehäuse kommt. Also man kann den Schalter dann noch benutzen, ganz normal. Ansonsten kann man das auch hier rüber triggern, wo nachher das Relais angeschlossen ist. So, jetzt muss ich Folgendes machen. Jetzt braucht das Relais ja erstmal Strom. Heißt USB-Stecker, dann hier rein und dann blinkt es. App ist installiert und jetzt muss ich dieses Modul ja nur noch verbinden. Also mache ich jetzt mal auf Neu, schnelles Verbinden, fügen Sie ein Gerät hinzu und weiter. Suche nach einem Gerät. Verbindung fehlgeschlagen, Gerät konnte nicht gefunden werden. Sehr nice, hier ganz unten ist nochmal kompatibler Modus. Ah, da ist es. Alter, der hat jetzt gedauert. Er ist verbunden. Wir können weiterklicken. Oh, da ist es. Name, wie nennen wir es denn? PC Power. Ah ja, moin. Da ist es. Zeitintervalleinstellung. Ah, hier, guck mal. Kanal 1 ist für eine Sekunde an und Kanal 2 ist auch für eine Sekunde an. Ja, das ist doch cool. Und wenn ich jetzt den Knopf hier drücke, dann geht es einmal an und sofort wieder aus. Müssen wir nur noch einmal nachmessen, wo es angeht. Ah, da war auch ein Schaltplan bei, den habe ich weggeschmissen. Okay, war nicht so gut, gebe ich zu. Aber wenn man den Knopf drückt, verbindet es sich eine Sekunde lang. Und genau das wollen wir. Also muss ich mir merken. Ich habe voll die Idee, ich mache einfach den wir nicht brauchen, drehe ich einfach zu, oder? Also machen wir den hier erstmal schon mal ganz runter. Und die können wir aufdrehen. Dann weiß ich, aha, da muss ich was reindrehen. So, und jetzt mal in die neue Szene oder was, ne? Ah, okay, cool. Wenn die Sonne untergeht, dann fährt mein PC hoch. Das ist ja geil. Also wenn ich drücke, passiert irgendwas. PC Power, Kanal 1. An. Sieht gut aus, glaube ich. Speichern. PC. Oder soll ich den Gaming? Ich nenne den Gaming-PC. Erfolgreich. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Jetzt an und wieder aus. So, noch eine Szene. So, Gaming-PC und Streaming-PC haben wir jetzt. Ich bearbeite hier nochmal ganz kurz die Szene. Kanal 1 an, Kanal 2 beibehalten. Ah, oh, super gut. Ein Schalter von Evelink. Verbinden Sie Evelink-Schalter mit Alexa. Mache ich. Zack. Zur Verwendung aktivieren. Erfolgreich verknüpft. Geräte erkennen, los geht's. Oha, drei Geräte und zwei Szenen gefunden. Ist geil, weil ich nur ein Gerät eingerichtet habe. PC Power Outlet 1, PC Power Outlet 2. Ach so. Oha. So, ich glaube, jetzt muss ich die nur anders nennen, oder? Hier ist zum Beispiel das eine Gerät. Power Outlet ist dann wahrscheinlich jetzt der Stream-PC, ne? Ist gut, dass ich gerade benannt habe. Namen bearbeiten. Oder der Gaming-PC kann auch sein. Und das ist dann der Streaming-PC. Also prinzipiell ist es halt nicht so gut, wenn man so viele WLAN-Geräte da drin hat. Besser sind da andere Systeme, aber ich habe es jetzt erstmal so gelöst. So, Stream-PC. Naja, scheint zu gehen. Jetzt geht ab. Computer, Gaming-PC an. Oh, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch das Kabel in den Gaming-PC stecken. In dem Stream-PC habe ich schon mal ein Kabel vorbereitet. Und dann nur noch mit dem Relais verbinden und dann kann ich das Ganze steuern. Also ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu zeigen, das Ganze, weil hier drin einfach alles schwarz ist. Aber normalerweise geht ja vom PC-Anschalter so ein Power-Kabel aufs Board und da habe ich jetzt quasi unsere Brücke eingesteckt und das Kabel dann rausgeleitet und da kommt dann gleich unser Relais dran. Also die beiden Kabel kommen jetzt hier unten raus, genauso wie vom Streaming-PC und das wird jetzt in unser Relais gesteckt und dann läuft das Ganze. Und drin, wenn man ein Video dazu sehen möchte, guckt einfach meine Videobeschreibung. Da habe ich nochmal mein Schreibtisch-Umbau-Video verlinkt. Computer, Gaming-PC an. Computer, Streaming-PC an. Ist zwar nur eine kleine Spielerei, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr cool. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und hier blende ich nochmal ein paar Videos ein, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen solltet, weil die sind echt gut. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.